Willkommen Leute zum dritten Part von Five Nights at Roxy's Security Breach. Wir gehen jetzt in den Aufzug hinein und fahren jetzt ins Atrium. Mann, wie lange dauert es noch, bis wir oben sind? Leute, ich schwöre mit euch, ich habe dieses Lied. Ah, jetzt hat. Okay. Hat nur lange gedauert, bis es geladen hat. Seid ihr bereit für den gruseligsten Jumpscare eures Lebens? Hi, please take this map. Take a map. Wisst ihr Leute, ich habe irgendwie die Idee, dass wir einfach Mapport hier zurücklassen sollten und einfach die Karte annehmen sollten. Aber ich glaube, du würdest uns dann das gesamte Spiel lang über verfolgen und das möchte ich nicht und das würde das Spiel wahrscheinlich bis zum Übelsten kaputt machen. Also, wir haben zwei Möglichkeiten, wo wir hingehen könnten und ich gehe nach unten zum Food Court. Oh boy, diese Ansicht ist doch wundervoll. Da kann man echt nicht genügend kriegen davon. Und zu meinen, dass hier irgendwann mal der Baum des Storytellers stand, ist echt unglaublich. So Leute, wir krabbeln jetzt ganz sassy durch die Lüftungsschächte und hoffen natürlich, dass nichts Ungewöhnliches passiert. Oh, was ist das denn für eine Musikbox? Ich wundere mich ja, von welchem Charakter es wohl ist, denn es könnte doch nicht der einzigartige Music Man sein. Okay, achtet auf diese Sequenz. Wie kann er bitte, wie kann Gregory durch diese Lüftungsschächte einfach sliden? Oh, ja Leute, oh Gott, ich wäre fast in einem Objekt stecken geblieben. Das passiert, wenn die Map nicht rechtzeitig lädt. Wisst ihr was, bevor wir weitermachen, gehe ich mal schei... Okay, da hinten ist Chica. Chica. Chica, Chica, Chica. Bleib da. Zieht direkt auf und her. Und lasst uns das Pizza-Minigame starten. So, wir sind jetzt in Kontrolle mit von Pizza-Bot und wir machen jetzt Pizza. Okay, wo ist die Soße? Wo befindet sich die Soße? Das ist Fleisch, Soße... Kein Fleisch, Käse, da ist die Soße. Habt ihr euch schon mal immer gewundert, was bitte nicht Fleisch hier bitte ist? Denn das sieht mir nicht so aus, als wäre das wirklich kein Fleisch. Das ist es, das ist definitiv Fleisch. Und die Pizza ist fertig. Pizza? Pizza. Pizza? So, wir sind jetzt in den Lagerbereichen der Küche und ich möchte noch ein bisschen nachforschen nach ein paar Collectibles hier. Aber ist das ein Serverraum? Ich schwöre, ich war hier noch nie drin. Und wenn ich mich nicht irre, sind das hier, meine Freunde, die Kabel des Storytellers. Ach so, wartet mal, das ist die andere Seite des Büros. Lol, hier war ich noch nie. So, wir rennen durch. Denn, soweit ich weiß, sollte sie verschwinden. So, okay, diese Sektion wurde auch erst mit Chica später hinzugefügt, dass sie einfach hier reinkommt, denn sie muss uns eine Tür öffnen. Chica ist zumindest für eine Sache gut und das ist nämlich ihre Sprachbox. Okay, diese Stelle war, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ein bisschen knifflig, weil ich habe mich hier auch ein wenig verirrt gefühlt. Oder was heißt ihr bitte verirrt? Es war nicht unbedingt dieser Bereich! Die Kameras helfen mir auch nicht weiter. Das Einzige, was ich hier wirklich sehen kann, sind die roten Augen von Chica. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich möchte diese Sektion so schnell wie möglich fertig haben und deshalb... Chica! Es musste getan werden, Chica. Es tut mir sehr leid, dass du das erleben musstest, Chica. So, und willkommen bei der Wäscherei, der wohl schlimmsten Sektion oder zumindest eine der schlimmsten, Staffbot. Warum bewegst du dich 30 frames per second? Oder sogar noch weniger? Dieser gesamte Ort ist ein wenig verbuggt. Vor allem die Staffbots hier haben keine Ahnung, was sie überhaupt tun sollen. Wie auch immer, beim ersten Playthrough habe ich echt Probleme gehabt, diesen Eingang jetzt zu finden, obwohl das verdammt offensichtlich war. Wie auch immer. Oh, hallo mein Herr. Ich wollte nur eine Geschenkbox einsammeln, dankeschön. Und mit diesem Plushie, den wir eingesammelt haben, würde ich den dritten Part jetzt beenden. Denn sobald wir diese Tür betreten, landen wir im, ja, ich glaube, Grundbüro. Ich werde euch noch diese Zwischensequenz zeigen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Take a map. Take a map. Take a map. Out of my way. Gotcha.